Ferdinand Gamper wurde am 12. September 1957 in Italien in der Provinz Südtirol geboren. Bekannt wurde er als der Serienkiller und als das Monster von Meran. Er wuchs in Armut auf und galt als schüchtern. Als Kind wurde er vom eigenen Vater sexuell missbraucht. Einige Jahre arbeitete er als Pastor in der Schweiz, bevor er in die Heimat zurückkehrte. Gamper sprach, obwohl er Italiener war, kein Italienisch und geriet häufig mit dem Gesetz in Konflikt, weshalb er den italienischen Staat abzulehnen begann. Er schloss sich einer Terroristengruppe an, die einen Anschluss Südtirols an Österreich forderte. Als Wendepunkt in seinem Leben gelten jedoch der Tod seines Vaters und der Suizid seines jüngeren Bruders 1989. Am 8. Februar 1996 erschoss er von hinten einen Beamten der Deutschen Bundesbank und dessen italienische Geliebte. 6 Tage später, am 14. Februar, wurde ein Bauer ebenfalls von hinten erschossen. Verhaftet wurde fälschlicherweise ein drogenabhängiger Blogger. Am 27. Februar 1996 wurde erneut ein Paar von hinten erschossen. Der Blogger wurde freigelassen. Am 1. März 1996 erschoss Gamper schließlich seinen Nachbarn und, anders als zuvor, mit einem Schuss von vorne in die Stirn. Neben der Leiche fand man 2 Zettel in deutscher Sprache geschrieben, welche Gampers Hass zeigten. Gamper bezeichnete unter anderem sich selbst auf diesen Schriftstücken als Nazi und Italiener als Schweine. Gamper wurde auf einer Farm aufgespürt, wo er einem Beamten ins Gesicht schoss. Während man den Polizisten in ein Krankenhaus brachte, kam es zu einer heftigen Schießerei zwischen Gamper und Polizeikräften. Eingekesselt im Farmgebäude nahm sich Gamper schließlich mit einem Kopfschuss das Leben. Der verwundete Polizist starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.